Ich komme zur finanziellen Lage und Entwicklung. Wie ist nun die aktuelle Lage? Die Kirchen schwimmen im Geld, so lautete kürzlich die Schlagzeile einer renommierten deutschen Sonntagszeitung. Anlass war ein Bericht über die Entwicklung der Kirchensteuern, die in der evangelischen Kirche in diesem Jahr erstmals die 5-Milliarden-Euro-Grenze überschreiten dürfte. In der katholischen Kirche war dies bereits im Vorjahr der Fall. In der Tat, so hohe Kirchensteuereinnahmen hatten wir nominal noch nie. Aber die Gemeindegliederzahl sinkt doch. Wie hängt das zusammen? Die eigentliche Ursache dafür ist das Kirchensteuersystem selbst, das durch die Anbindung an die staatliche Steuergesetzgebung deren Grundgedanken übernimmt. Steuern zahlt nur, wer über ein entsprechendes Einkommen verfügt. Und wer mehr verdient, zahlt entsprechend etwas mehr. Es verlangt damit den Menschen nichts ab, was sie nicht tragen können. In Zeiten wirtschaftlicher Rezession mit einer hohen Arbeitslosenquote ist die Zahl derjenigen, die wirklich Kirchensteuern zahlen, deutlich geringer als in einer Zeit, in der es unserem Land wirtschaftlich betrachtet gut geht. Seit mehr als 20 Jahren haben wir in Deutschland die niedrigste Arbeitslosenquote und die höchste Beschäftigungsquote. Also mehr Menschen, die Steuern zahlen, und mehr Gemeindeglieder, die Kirchensteuern zahlen. Ein faires und gerechtes System. Die Kirche teilt damit das Wohl und Wehe ihrer Gemeindeglieder. Das muss geradezu so sein, denn die Kirche ist nichts Fremdes. Es sind ja die Gemeindeglieder selbst, die die Kirche tragen. Sie ermöglichen Seelsorge, Hilfe zur Daseinssorge, leisten einen Beitrag für unsere Kultur und die aktive Mitgestaltung für die Gesellschaft, in der wir alle leben, Christen und Nichtchristen. Tatsächlich aber beträgt der inflationsbedingte Kaufwert unserer 5 Milliarden nur dem von 3,75 Milliarden Euro des Jahres 1994. Wir können uns heute also deutlich weniger leisten als noch 1994. Rechentrick? Leider nicht. Die Kirchengemeinden spüren diese Realität deutlich. Im Geld schwimmen? Ganz und gar nicht. Wir haben zu konstatieren, dass die finanziellen Auswirkungen des Rückgangs der Gemeindegliederzahlen von der wirtschaftlichen Entwicklung derzeit kompensiert werden. Derzeit. Das wird aber nicht so bleiben. Was wird nun mit dem Geld gemacht? Ich weise auf die kleine Broschüre Gezählt hin. Dort wird versucht, in aller Kürze einen Überblick über die EKD und die Gliedkirchen zu geben. Der Überblick ist nicht vollkommen. Da die noch zumeist kameralen Haushalte Vermögen und Verpflichtungen nicht erfassen können, ist eine Aussage über das gesamte wirtschaftliche Potenzial oder die wirtschaftlichen Schwächen auch noch nicht möglich. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass dies angesichts der Verfasstheit der EKD und der Gliedkirchen auch in Zukunft nicht komplett möglich sein wird. Schließlich ist die EKD mit ihren 20 Gliedkirchen und 15.000 Kirchengemeinden keine Konzernholding, die eine konsolidierte Bilanz vorlegen könnte. So viel aber wissen wir. Die Verpflichtung für die Unterhaltung der kirchlichen Gebäude erreichen jährlich eine Summe von fast 1 Milliarde Euro. Und die Rückstellungen für unsere Versorgungsverpflichtungen, von den Beihilfeverpflichtungen gar nicht zu reden, sind nach versicherungsmathematischen Grundsätzen aufs Ganze gesehen noch lange nicht ausreichend dotiert, obgleich hier schon sehr viel getan wird. Haushalts- und Finanzpolitik muss das im Auge behalten. Finanzpolitik ist Verantwortung für heute und für morgen. Dieser Verantwortung haben wir uns auf allen Ebenen zu stellen. Wie immer verweise ich an dieser Stelle auch auf das solidarische Miteinander der Gliedkirchen innerhalb der EKD hin. Der zwischen ihnen nunmehr seit 2 Jahrzehnten praktizierte Finanzausgleich ist mit mehr als 144,7 Millionen Euro, die nicht über diesen Haushalt abgewickelt werden, dotiert. Mit dem Finanzausgleich gelingt es,
stabile Voraussetzungen für kirchliches Handeln in allen Regionen unseres Landes zu schaffen. Damit wird eindrucksvoll realisiert, was die Grundordnung der EKD in Artikel 6 Absatz 1 so beschreibt. Die evangelische Kirche in Deutschland bemüht sich um die Festigung und Vertiefung der Gemeinschaft unter den Gliedkirchen, hilft ihnen bei der Erfüllung ihres Dienstes und fördert den Austausch ihrer Kräfte und Mittel. Dafür möchte ich namens des Rates besonders danken.